Ich gründe ein Nebengewerbe und dann habe ich doch mit dieser Umsatzsteuer gar nichts zu tun. Weil da gibt es doch diese Kleinunternehmerregelung. Und deswegen Umsatzsteuer interessiert mich nicht, weil es ist ja kein Hauptgewerbe. Ist das richtig oder ist das falsch? Das erfährst du in diesem Video und warum es auch ganz wichtig ist, dass es nichts bringt, mehrere Nebengewerbe zu gründen, um dann hier auch Steuern zu sparen. Von daher, wie gesagt, herzlich willkommen hier bei Steuern mit Kopf und dem neuen Video zum Thema Umsatzsteuer und Nebengewerbe. Alles, was du wissen musst, bis zur Umsatzsteuervoranmeldung, alles hier detailliert aufgebaut. Ganz wichtig an der Stelle, jeder im Großen und Ganzen Unternehmer muss hier in Deutschland grundsätzlich Umsatzsteuer zahlen. Also das ist der Grundsatz. Wenn du hier nach § 2 des Umsatzsteuergesetzes Unternehmer bist, unterliegst du automatisch der Umsatzsteuer. Egal was du machst, das ist erstmal die Grundregel. Es gibt aber immer wieder Ausnahmen und so wie man das manchmal in den anderen Videos sieht oder auch in manchen Blogbeiträgen, hat man das Gefühl, die Ausnahmen werden zur Regel. Und deswegen musst du auch aufpassen, dass du auch grundsätzlich hier, zum Beispiel als Unternehmer, egal ob du auch, wo wir gleich dazu kommen, hier die Kleinunternehmerregelung wählst, immer eine Umsatzsteuerjahreserklärung mindestens abgeben musst. Das liegt jetzt daran, weil auch an der Stelle immer mehr, sagen wir, Finanzämter elektronisch einfach alles anfordern. Die wollen das einfach haben. Und deswegen, wie gesagt, gibt es ja die Regelung, wo man ganz klar sagt, hey, ich wende jetzt die Kleinunternehmerregelung an, dann bin ich ja umsatzsteuerbefreit. Erstens mal ganz wichtig aufpassen, es handelt sich hier nach § 19 bei der Kleinunternehmerregelung nicht um eine umsatzsteuerliche Befreiung. Das ist ganz wichtig, weil alle Befreiungen sind in § 4 des Umsatzsteuergesetzes geregelt. Hingegen handelt es sich hier einfach um eine bürokratische Erleichterung und zwar dann, wenn du bis 22.000 Euro Umsatz hast oder voraussichtlich im aktuellen bis zum nächsten Jahr weniger als 50.000 Euro Umsatz hast, dann kannst du hier, wie gesagt, an der Stelle diese Erleichterung in Anspruch nehmen. Bedeutet an der Stelle, wenn du hier den Umsatz hast, ganz wichtig, Umsatz vor Abzug aller Kosten. Das heißt, alles, was du einnimmst, hier kein Abzug, sondern Einnahmen sind entscheidend. Und auch ganz wichtig noch ein Thema, was man hier immer wieder liest, dann gründe ich halt mehrere Nebengewerbe. Ganz ehrlich, das stimmt auch nicht. Denn in dem Zusammenhang ist es so, dass du umsatzsteuerlich ein Unternehmer bist. Das heißt zum Beispiel, ich war ja vorher selbstständiger Steuerberater. Ich hatte mehrere auch Nebengewerbe, Side-Businesses und sonstiges Projekte, auch die ich in unterschiedlichen Selbstständigkeiten hatte. Das heißt, ich war Steuerberater, ich war Autor, dann war ich noch im Grunde außerhalb meiner Kanzlei als Consultant unterwegs. Das heißt, ich habe hier diese drei Themen gehabt. Das waren drei verschiedene Einnahmenüberschussrechnungen. Steuerkanzlei, Autor und Unternehmensberater, weil ich manches, wie gesagt, ausgegliedert hatte. Und dann vielleicht hier noch Sondertätigkeiten, die ich auch mal so probiert habe. Vier verschiedene Unternehmen, vier verschiedene, vielleicht Hauptgewerbe war Kanzlei und der Rest alles Nebengewerbe bzw. Nebenselbstständigkeit. Jetzt würde man sagen, hey, klar, 1, 2, 3, 4, 5 Einnahmenüberschussrechnungen in der Steuererklärung, die du machen musst. Aber muss ich dann auch 5 Steuererklärungen machen? Nein, das ist im Normalfall hier nicht der Fall. Denn du kannst nicht sagen, hey, ich bin jetzt fest angestellt und nehme mir dann noch 4 Nebengewerbe und kann dort jedes Mal 22.000 Euro Kleinunternehmerregelung anwenden. Nein, das wird alles zusammengefasst. Denn man könnte es ähnlich sagen wie jetzt hier mit meiner Hand. An dieser Hand sind zwar mehrere Finger, aber alles zusammen ergibt die Hand. Und genauso ist es auch bei dir, wo man sagen kann, du hast zwar mehrere Fühler irgendwo ausgestreckt, unternehmerischer Natur, aber am Ende bist du der Unternehmer. Das heißt, umsatzsteuerlich bist du der Unternehmer. Und dementsprechend kannst du auch hier dann entweder nur ein einziges Mal die Kleinunternehmerregelung wählen. Das kann zum Beispiel auch die Vermietung sein, wo ich zum Beispiel auch jetzt eine gewerbliche Vermietung habe, die auch mit reingeflossen ist. Dann wird das alles konsolidiert und in einer Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt geschickt. Und was ist diese Umsatzsteuervoranmeldung? Kommen wir am Ende des Videos dazu. Da geht es jetzt um das Thema Regelbesteuerung. Denn du merkst schon, Regelbesteuerung, das klingt so irgendwie, das ist die Regel. Und dann gibt es Ausnahmen. Genau, wir haben das Pferd jetzt von hinten aufgesattelt und gesagt, hey, Kleinunternehmerregelung ist die Ausnahme. Regelbesteuerung bedeutet, so ist es eigentlich immer. Und da ist es so, dass das grundsätzlich dann zwangsweise anfällt, wenn du hier die Kleinunternehmerregelung überschreitest, also die Grenzen von 22.000 und 50.000 Euro, dann bist du automatisch hier ganz einfach umsatzsteuerlicher regelbesteuerter Unternehmer. Du kannst aber auch unterhalb dieser 22.000 Euro Grenze hier ganz einfach schon die Regelbesteuerung anwenden. Macht übrigens manchmal einfach Sinn, da haben wir schon ein paar Videos dazu gemacht, verlinken wir dir hier, wo man ganz klar sagt, hey,
macht manchmal Sinn. Umsatzsteuersätze in Deutschland 19 und 7%. Also 19, auch hier wieder Regelsteuersatz 19%, Ausnahme 7%. Bevor wir weitermachen, eine wichtige Frage. Du stehst in den Startlöchern und willst dein eigenes Business gründen, ganz egal in welche Berufssparte, weißt aber nicht, wo und wie du starten sollst, dann ist der brandneue Gründerkurs von Steuern mit Kopf genau das Richtige. Wir geben dir alle Antworten auf die Fragen: Wo musst du dein Business anmelden? Welche Rechtsform ist die beste? Welche Unterlagen benötigst du? Welche Kosten kommen auf dich zu? Nach dem Kurs kennst du außerdem alle steuerlichen Grundbegriffe, die du als Unternehmer wissen und verstehen solltest. Und wichtige rechtliche Thematiken, bei denen Vorsicht geboten ist. Im Online-Kurs bekommst du mehr als 2 Stunden Videomaterial mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wichtigen Checklisten und jede Menge Tipps und Tricks direkt von mir als Steuerberater. Und das Beste, das Ganze geht super entspannt von zu Hause aus. Du willst gründen? Dann starte jetzt. Alle Infos findest du auf www.steuermitkopf.de oder unten in der Videobeschreibung. Und weiter geht's mit dem Video. Was habe ich jetzt eigentlich für Vorteile? Warum sollte ich zum Beispiel unterhalb der Kleinunternehmerregelung darauf verzichten? Ganz klar, der Vorsteuerabzug. Denn in dem Zusammenhang, wenn ich selbst Ausgaben habe, dann kann ich mir überall hier die Vorsteuer erstatten lassen. Das heißt, die 19%. Bestes Beispiel, ich nehme es immer wieder her, ist hier mein Smartphone, mein iPhone. Kostet, glaube ich, in der Version 1.500 Euro. Ich habe da 20% weniger gezahlt. Warum? Weil ich daraus den Vorsteuerabzug habe. Und dieser Vorsteuerabzug kann unter anderem einen Liquiditätsvorteil bringen, wenn man laufend investiert, vor allem in der Gründungsphase. Wo wir immer sagen, so das Hobby zum Steuernsparen hernehmen, wo ich ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen habe, über diesen Trick, wo man sagt, okay, man kann da wirklich ein bisschen was rausholen. Wichtig ist aber, wenn man hier diesen Vorsteuerabzug bevorzugt und sagt, hey, ich möchte die Kleinunternehmerregelung nicht anwenden, sondern ich möchte jetzt in die Regelbesteuerung, dann ist es an der Stelle so ganz klar geregelt, dann bin ich 5 ganze Jahre an diese Regelbesteuerung gebunden und kann nicht mehr zurück in die Kleinunternehmerregelung. Bedeutet auch dann nicht nach 2, 3 Jahren feststelle, okay, war ganz cool, habe ein bisschen Gewinn damit gemacht mit meinem Nebengewerbe, aber ich würde eigentlich lieber wieder zurück in meinen Hauptjob und 35-30 Stunden arbeiten, damit bin ich zufrieden, dann musst du weiterhin diese nächsten Jahre noch, solange das Gewerbe existiert, muss hier natürlich eine Umsatzsteuervoranmeldung gemacht werden. Unabhängig davon, ob du dann vielleicht den Umsatz gar nicht mehr hast. Und das ist diese Umsatzsteuervoranmeldung, die es hier gibt. Das soll es jetzt ja auch in 2024 Änderungen geben. Aber grundsätzlich, wenn du eine Umsatzsteuerzahllast pro Jahr hast, also Umsatzsteuer abzüglich Vorsteuer, von 1.000 Euro bis unter 1.000 Euro, dann sind es an der Stelle aktuell jährliche Umsatzsteuervoranmeldung im Rahmen der sogenannten Umsatzsteuerjahreserklärung. Wenn du an der Stelle dann hergehst und sagst, hey, ich habe mehr, so zwischen 1.000 und 7.500, ist übrigens dann auch der Standard bei Neugründungen, quartalsweise. Und dann am Ende, wenn du wirklich eskalierst und sagst, hey, ich habe jetzt wirklich meine 100, 200.000 Euro Umsatz im Monat oder meine Umsatzsteuerzahl hast von 7.500 Euro im Jahr, dann bist du monatlich dabei. Das bedeutet an der Stelle, dass du hier wirklich einige Vorteile hast, weil du dann natürlich einmal die Umsatzsteuervoranmeldung laufen machen musst. Gleichzeitig, wenn du viel investierst, kriegst du laufend dein Geld relativ schnell vom Finanzamt zurück. Plus, und das ist der Hauptgrund, warum ich so ein Fan bin, monatlich die Umsatzsteuervoranmeldung zu machen, du bist verpflichtet, monatlich deine Zahlen, Daten, Fakten zu überprüfen und zu schauen, lohnt sich's, kann ich da mehr machen und was ist sonst der wichtigste Punkt. Also ganz klar, so als kleine Zusammenfassung, Umsatzsteuerpflicht trifft jeden Unternehmer, der ein Nebengewerbe hat. Es macht keinen Unterschied, ob Neben- oder Hauptgewerbe. Kleinunternehmerregelung ist eine Ausnahme von der Regelbesteuerung. Regelsteuersatz 19% bzw. 7% die Ausnahme. Und es kann sich lohnen, hier die Regelbesteuerung von Anfang an zu nutzen, damit du den Vorsteuerabzug hast. Ansonsten natürlich schau dir auch mal unseren Online-Kurs an, den Gründerkurs, den wir auch komplett immer laufend aktualisieren. Ab damit unten in die Kommentare. Deine Gedanken interessieren uns.